Mit einem Großaufgebot kämpft die Feuerwehr in der Ukraine seit Tagen gegen mehrere Waldbrände. Eine riesige Fläche im Grenzgebiet zu Belarus wurde bereits zerstört. Die Tatsache, dass es ausgerechnet in der Sperrzone rund um das havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl brennt, bereitet vielen Umweltschützern Sorgen. Sie befürchten, dass Radioaktivität freigesetzt werden könnte. Laut Greenpeace Russland sind die Feuer inzwischen auf etwa 1,5 Kilometer an die Atomruine herangerückt. Mehr als eine Woche schon wüten die Waldbrände im Sperrgebiet von Tschernobyl. Bilder von gestern. Insgesamt sollen 3500 Hektar Wald in Flammen gestanden haben, so die Behörden. Umweltschützer befürchten, das Gebiet sei weitaus größer. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen verzweifelt gegen die Flammen. Hubschrauber und Löschflugzeuge waren im Einsatz. Dieses Handyvideo zeigt Rauchschwaden über der Reaktorruine. Das Feuer ist gefährlich nahe. Im nur 100 Kilometer entfernten Kiew haben die Menschen Angst. Ich glaube, dass es gefährlich werden kann, sagt diese Frau. Wenn das Feuer bis an den Reaktor kommt, dann wird es wieder Radioaktivität geben. Doch selbst wenn die Reaktorruine nicht beschädigt wird, könnte durch die Brände Radioaktivität freigesetzt werden, so gestern in Moskau der Greenpeace-Experte Rashid Alimov. Radioaktive Stoffe sind in den Wäldern, der Wald ist verschmutzt. Durch das Feuer können radioaktive Stoffe zusammen mit dem Rauch vom Wind verblasen werden, inklusive Cäsium-137. Das radioaktive Cäsium-137 ist gefährlich, lagert sich im Körper an, kann zu Krebs führen. Heute verkündete das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die Situation sei unter Kontrolle, die Brände weitgehend gelöscht. Doch die Angst vor der Strahlung bleibt.